Grüß Gott allerseits. Bei meinen Vorrednern hat schon etwas angeklungen, das mich zum Nachdenken anregt, und das ist, dass viele dieser Weinanlagen, wie viele dieser Presshäuser eben nicht mehr in ihrer ursprünglichen Nutzung sind. Dass sie nicht mehr betrieben werden, dass sie Wochenendhäuser sind. Das heißt, sie sind herausgenommen aus diesem täglichen Beobachten, aus diesem mit dem Objekt arbeiten, es beobachten, es zu pflegen, in Schuss halten, instand halten. Es ist sozusagen ein Wechsel zwischen dem, wenn ich das mache, dann bleibt es in Funktion, zu einem hin, ich muss etwas machen, dass es für immer in Funktion bleibt. Und das ist die Illusion, die wir haben. Das heißt, wir wechseln Materialien, wir wechseln hin zu etwas, was verspricht, vielleicht länger zu halten und so weiter, aber wir wechseln das System von einem immer wieder erneuerbaren, immer wieder in Funktion bringenden Pflegesystem zu einem System, das den Austausch erfordert. Und im Endeffekt tauschen wir unsere Objekte aus. Ja, und das ist etwas, über das man nachdenken darf. Als allererstes, wenn ich ein Objekt habe, muss ich mir einmal anschauen, was habe ich denn, was ist da? Das, was früher gemacht wurde, das einfach gekalkt wurde, im Material geblieben wurde, weil das das vorhandene Material war, das wechselt irgendwann, weil eben der tägliche Bedarf nicht mehr da ist, die Beobachtung nicht mehr da ist, zu anderen Materialien, die dann zu Problemen führen. Was habe ich? Was kann ich lernen vom Objekt? Was hat funktioniert? Wenn etwas über lange Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert, warum wechsle ich dann heute? Weil ich es nicht mehr sehe. Weil ich mich nicht mehr dauernd mit dem Objekt beschäftige. Weil ich nur mehr sehe, was nicht funktioniert und nicht das, was funktioniert. Ich sehe einen abfallenden Putz. Ich sehe nicht, dass dieser Putz nicht funktioniert hat, weil das Dach nicht funktioniert hat. Ich sehe nur, der Putz funktioniert nicht und deswegen ändere ich den Putz. Ich sehe nicht, dass dieser Schaden sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, weil er eben aus der Pflege herausgenommen wurde. Ich sehe nur, dass es heruntergefallen ist, also es funktioniert nicht. Meine Nachredner werden sich mit dem Material, das unter diesem Putz steckt, auch beschäftigen und auch was zeigen dazu. Das zu lange Zuwarten, das Nicht-Sehen der Schadensmechanismen, die beginnen, zart, ja, das machen wir dann irgendwann. Irgendwann ist es zu spät, irgendwann stehe ich dann vor diesem Problem, wie ich es hier habe. Aber immer noch sollte ich bei dem Überlieferten bleiben. Weil das Überlieferte bringt mir die, oder gibt mir die Prognostizierfähigkeit. Ich kann prognostizieren, was tue ich das nächste Mal. Wie kann ich es instand halten? Wie kann ich es pflegen? Also eigentlich sollte unser Ziel sein, das Ganze wieder in Pflege zu setzen. Ich sollte mir anschauen, was für Materialien habe ich. Ich kann mir das anschauen im Labor, ich kann unglaubliche, aufwendige Prüfungen machen, aber ich kann ja auch mit dem Hausverstand herangehen, welche Materialien standen zur Verfügung. Was war da in der Region? Ich könnte vielleicht auch einmal mit jemandem fragen, wo die Sandgrube war. Wo haben Sie das Material hergehabt? Wie ist es entstanden? Und eines weiß ich, es hat über Jahrhunderte funktioniert mit diesen Materialien, mit diesen Techniken. Aber eben nicht heute für immer, sondern heute bis morgen, morgen bis übermorgen. Immer eine Kleinigkeit zu tun. Natürlich
Gibt es Pflegezonen? Ein Sockel ist eine Pflegezone. Der hat immer Schäden. Vor allem, wenn wir es so haben wie in unseren Kulturlandschaften, in unseren Kellergassen, wo die Bodenniveaus ansteigen, wo sie anwachsen, wo plötzlich diese untere gemauerte Steinschar, auf der dann das Lehmziegelmauerwerk steht, wenn auch das unter dem Niveau verschwindet und plötzlich seitlich Wasser bekommt. Und dann glaube ich, ich kann es lösen, indem ich außen einen dichten Sockel mache. Nein, ich treibe es nur nach oben. Ich habe eine Schadenzone nur nach oben verlagert. Einmal im Jahr kalken. Hat Tradition im Weinviertel. Warum? Darf man nachdenken. Holz, es tut mir leid, die Bilder sind ein bisschen schlecht. Oder die Belichtungssituation ist nicht so optimal. Holz, das gepflegt wird, Holz, das pflegbar ist, bleibt erhalten. Wir haben Türen, Fenster, 150 Jahre Nutzungsdauer, ist eigentlich bei richtiger Pflege kein Problem, wenn die Bauart richtig ist. Wenn ich beginne, Lack und moderne Systeme, die versprechen, länger zu halten und unter Anführungszeichen aufzubringen, dann passiert mir eines, dass die Substanz verloren geht. Und das ist der Unterschied zwischen den traditionellen Systemen, die eben von außen abbauen und deswegen die Alterung zeigen und zulassen, auch zeigen, wann der nächste Wartungsschritt notwendig ist, oder Systeme, die eben schadensfrei erscheinen, über längere Zeit nicht von vorne abbauen und plötzlich in sich kollabieren und auf diesem Weg uns eigentlich dazu bringen, viel zu spät in diese Wartungsgeschichte reinzukommen. Aber dazu muss ich halt auch das Material verstehen, muss ich die Traditionen verstehen, zum Beispiel den Kalk, wo kommt er her? Was steht an Arbeit dahinter? Wie werden die Mörtel gemacht? Wie wurden sie gemacht? Das sind alles keine großen Geheimnisse. Das ist aber alles so, dass es mit Handarbeit verbunden ist und deswegen immer wieder auch von Neuem gelernt werden muss und vor allem aus der Region gelernt werden muss. Und ja, es ist Arbeit. Zur Tradition muss man dazu sagen, dass Tradition und Region natürlich immer verbunden ist. Ja. Es ist ich bin Tiroler, das ist vielen klar. Ich kann natürlich gewisse Traditionen, habe ich und weiß, wie Dinge gemacht gehören, aber eben aus meiner Region heraus, aus meiner Tradition heraus. Ich muss das immer abgleichen, wie das auch hier ist. Wo sind die Traditionen hier im Weinviertel? Wo haben sich Dinge gebildet, die dann funktionieren? Weil die Landschaft dazugehört, das Klima dazugehört, die Nutzung zusammengehört. Ja? Ich kann nicht einen Bergbauernhof aus Tirol da ins Weinviertel stellen. Der wird nie so funktionieren wie zum Beispiel in Tirol. Aber ich kann mir anschauen, wie andere das machen und vielleicht mit einem Abgleich des Traditionellen aus der Region dann zu einem Ergebnis kommen, das auch wieder funktioniert. Handwerk, die Reparatur als Wiederherstellung der Wertigkeit. Wir sollten auch wieder lernen, dass reparierte Dinge etwas wert sind. Und dass reparierte Dinge meistens sogar mehr wert sind, weil sie eben auch das noch zulassen, was überliefert war und funktioniert hat. Wenn ich heute einen Putz sehe, der 200 Jahre auf der Fassade war, und ein paar Schäden am Sockel hat, was auch immer, wie soll ich jemals
gewährleisten, dass ich jetzt einen neuen Putz mit dieser Qualität zusammenbringe? Also ich trau mich nicht. Ja? Also lasse ich den Putz in Ruhe. Der kann ja was, hat es gezeigt. Und es ist Handarbeit. Und die kleine Reparatur ist kein großer Aufwand und ist in Handarbeit eben mit absoluter Kontrolle ausführbar. Ich habe jede Kelle, die ich dahin werfe, habe ich unter Kontrolle. Natürlich ist es unterschiedlich, welche Oberflächen gemacht werden und so weiter. Da brauche ich halt entsprechende Handwerker oder eben geschickte Eigentümer, die das halt auch können und halt auch einmal üben und sich vielleicht auch einmal weiterbilden. Ja. Fenster, Türen, das sind Objekte, die extrem lange halten können, wenn sie richtig behandelt werden. Wenn man eben die Fehler der Vergangenheit auch wieder ausmerzt und ausbaut unter Umständen. Ja. Also richtige Behandlung von diesen Teilen bis zum Ölanstrich. Und dann kommen wir immer beim Ölanstrich zu einem kleinen Punkt, der auch ein gutes Argument ist. Ein Anstrich, den ich alle 4-5 Jahre nachölen muss. Das heißt, mit einem Ölfetzen abwischen nach der Reinigung der Fenster. Also man kann sich so ungefähr vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Hält 10-mal so lange als ein vergleichbar modernes Produkt, das pflegefrei ist. So. Und bei der Wiederholung, sprich wenn ich einen neuen Anstrich brauche, beim Ölanstrich setze ich einen Anstrich auf das alte System. Beim langlebigen modernen Anstrich muss ich die Reste des Anstrichs abnehmen, also zurückarbeiten, um wieder komplett neu aufzubauen. Und wenn man sich jetzt einen Zettel zur Hand nimmt und sich das einmal aufschreibt und zusammen addiert, dann kommt man auf unglaubliche Summen, die ein modernes System, ein nicht nachhaltiges System, eben mehr Kosten verursacht unterm Strich. Auch wenn ich ganz am Anfang ein bisschen mehr Arbeitszeit investieren muss, langfristig gerechnet ist es immer ein Gewinn, in diesen pflegefähigen Systemen zu arbeiten. Betrifft auch den Korrosionsschutz und so weiter. Ganz kurz, diese traditionellen Techniken versuchen wir in Mauerbach eben am Leben zu erhalten und weiter zu tragen. Wir haben ein umfangreiches Seminarprogramm auf dem Gebiet in Mauerbach auf der Homepage des Bundesdenkmalamtes ablesbar. Und nachlesen und zum Nachschlagen würde ich empfehlen, bevor ich etwas bestelle oder bevor ich etwas angreife, einfach einmal nachzuschlagen in dem APC, den Standards der Baudenkmalpflege des Bundesdenkmalamtes, wo alle diese Dinge auch schriftlich drinstehen, wo man nachschlagen kann. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.